Moin zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Research. Im letzten Part haben wir unser kleines Kämmerlein. Wait, wir haben da unten was gebaut, ja? Ein Kämmerlein gebaut, ja? Und warum stehe ich eigentlich hier oben? Ich habe keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich wegen den Netherwarzen nochmal gucken, weil die Netherwarzen sind jetzt auch endlich mal gewachsen, ja? Und wahrscheinlich sind sie noch nicht sehr viel weiter gewachsen als das letzte Mal, wo wir sie angepflanzt haben. Aber ich hoffe, dass wir da bald endlich mal anfangen können mit den Tränke machen und so. So, wir haben jede Menge Schafe, wir haben Hühner und hier ist das Kämmerlein, was wir uns gemacht haben. Ganz klein und schnieke mit ein bisschen Zeug, was hier noch so drin ist. Also eigentlich an sich so, wie es auch sein sollte. Ich habe noch Ton in meinem Inventar und Treppen und hast du nicht gesehen. Und viel zu viele Schafe und Kühe und Hühner, die ein super tolles Erlebnisbad haben, ja. Dass die gerne im Wasser planschen, warum auch immer, ich weiß es nicht. Die laufen auch gerne mal in den Kessel rein, übrigens, wenn da Wasser drin ist. Und kommen dann nicht mehr raus. Yay, Hühnersuppe. So, ich wollte doch mal... Das ist ganz schön windig hier oben übrigens. Wir wollten noch mal hier zu meinem Zauberbuch latschen. Denn hier müssen noch ein paar mehr Bücher hin. Also eigentlich muss man die ja in so einem Ring anordnen. Habe ich mir sagen lassen, ja. Ich möchte aber wirklich nur noch da einen machen und da einen hinmachen. Dann fallen wir auf Level 30. Wir werden wahrscheinlich dann 26 oder was ich nicht bekommen. Und ich muss übrigens da in das Loch noch was machen. Und ich muss die Fensterscheiben da wegmachen. Das kann ich eben machen, weil ich habe ein bisschen Blöcke dabei. Weil, wenn man mal von dieser Seite guckt, ne, dann sieht das nicht schön aus. Ich könnte ja das eine Fenster oben lassen. Dann machen wir das hier aber auch. So. Dann müssen wir leider nicht durchgehend, aber wir haben genug Fenster hier stehen. So ist es ja nicht. So, dann gehen wir nochmal rein, wenn ich denn darf. Ja, genau, hier hätte ich dann eine Banken gemacht. Da müssen eigentlich auch noch Bücher hin, wegen Deko halt. Und hier haben wir ja unseren Teleporter, genau. Meine total tolle Schiebetür. Wow. Ich möchte mal eben... Ich kann das eigentlich auch eben hier machen. Mir eine neue zweite Birkentür machen. Beziehungsweise nochmal drei dazu. Und dann machen wir das mal da so hin. Kann man ja noch so zwischendurch. Aber dann ist das so ein bisschen abgeschirmt. Und dann sieht das auch wirklich aus wie eine Schiebetür. Man kann das auch aufmachen. Man kann auch... Nee, das kann man gar nicht. Man kann nicht da noch eine Tür setzen. Das wäre ein bisschen viel. Aber man kann da noch eine Tür setzen. Wow. Du solltest eigentlich nicht so. Du solltest... Moment. Ach, so. Sieht interessant aus. Kann man da auch zwischendurch? Nein. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Aber das würde schon eher nach einer Schiebetour sehen als das da. Wo da kann man einfach so locker durchlaufen. Wir machen dich mal weg. Das hier gefällt mir nämlich gerade nicht so schlecht. Finde ich eigentlich ganz gut, aber ich glaube, ich würde das auf die andere Seite packen. Das wird dann hier... Nein. Nein. Nein, nein, nein. Dass wir da einmal so eine Tür haben und einmal so. So. Dann kann ich eigentlich gleich eine normale Tür reinmachen, oder? Wenn ich das so mache. Eigentlich ja. Kann ich das auch gleich so machen. So. Warum so kompliziert? So geht's doch auch. Mensch. Da habe ich mich mal wieder selber übertroffen. Das ist der Wahnsinn. So, habe ich denn noch Leder? Da habe ich glaube nämlich nicht. Jetzt würde ich jetzt gleich mal ein paar mehr Bücherregale machen, aber habe ich jetzt bestimmt nichts mehr. Doch, ich habe noch 7. Ach ja, das ist beide das Problem mit dem Bambus. Dass wir keinen Bambus mehr haben. Wir haben ja eigentlich so an sich momentan kein sehr großes Lederproblem. Wir können noch ein Buch machen, mit Leder natürlich. So. Und dann fehlen uns immer noch ein paar mehr Bücher. Nee, das gehört so rum. Und das da rein... Das und das. Nehmen wir mal ein bisschen mein Inventar aus. Das da rein. Passt gar nicht mehr rein. Hier. Dann schmeiße ich es in die Gegend rum. Ist auch okay. Habe ich mir irgendwie angewöhnt, wenn die Kiste voll ist und da nichts mehr reinpasst, dann schmeiße ich es einfach irgendwo in den Raum. Und dann passt das schon irgendwie. Ich bräuchte mal einen Mülleimer oder sowas, aber kann ich hier schlecht in einem Holzhaus machen, weil sonst die Lava mir mein ganzes Haus abfackelt. Das muss nicht sein.
Nein. Nein, Hunis, nein. Aus. Stimmt dem nicht zu. Bravo, Hunis. Das habe ich genau gehört. So, irgendwas wollte ich jetzt. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr was. Aber was ich nochmal anmerken kann, ist, ich habe mal endlich das ordentliche Texturenpack von Sonny Smith reingeholt. Ich hatte noch ein sehr altes drin, wo halt der Diorit, der Andesit und das Granit noch eine alte Textur hatten. Und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, so wie das jetzt auch aussieht mit den, mit diesen hier, haben die erstmal eine ordentliche Farbe jetzt bekommen. Und sie sehen auch ordentlich aus, ne? Das ist jetzt hier der Granit. Nee, nicht der Granit, das ist der Andesit, der Diorit und das ist der Granit. Sieht noch so viel besser aus als blau und schwarz und grau. Besonders der Diorit in dem Blau, das sah irgendwie immer ein bisschen strange aus. Ich weiß, habe ich das jetzt auch endlich mal gemacht. Deswegen bin ich schon wieder am Rätseln, ob ich lieber den Diorit dann doch für den Weg nehme. Ich meine, wir haben den Weg auch mit Diorit ein bisschen gemacht gehabt. Wir hatten ja roten Sand und wir hatten den Diorit gemacht. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich jetzt doch den Diorit nehme, weil der hat eine schöne Struktur auch. So gefällt der mir recht gut. Also so gefällt der mir. Jetzt wollte ich gerade fragen, warum da Ton liegt. Ja, ich habe ein Gedächtnis, den sieht man nicht mal. So, wir gehen mal eben schauen, ob der Bambus schon irgendwie nachgewachsen ist. Aber ich glaube nicht so großartig. Obwohl, doch. Kann man sich nochmal eben durchmähen. Das lohnt sich ja schon fast. Jetzt haben wir noch ein paar mehr Bücherregale bekommen. Das wäre ganz schön. So, hier wächst auch alles. Da warte ich jetzt wieder ein bisschen, bis das alles ordentlich nachgewachsen ist. Ja, ich weiß, ihr habt recht. Ich habe Unrecht. Ja, Honis, ist okay. So, da habe ich das Leder natürlich wieder weggepackt. Wir können übrigens noch 6 Bücher machen. Da sollte das Papier jetzt eigentlich reichen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, ist okay. Und so. Dann können wir auf jeden Fall 2 Bücherregale nochmal machen. Ja, ich habe es mitgenommen. Meine Maus spinnt momentan ein bisschen, wisst ihr ja. Das ist völlig normal. Ich habe ja noch eine. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Ich habe ja noch eine, aber ich bin jetzt gerade irgendwie nicht so in der Lage, mir das zu holen. Ja, ich fühle mich gerade nicht dazu. Ja. Genau so fühle ich mich gerade. Jetzt habe ich da eigentlich eine Birkentür und hier Eichentüren. Egal. Wird schon seine Gründe haben. So. Machen wir da mal noch ein bisschen und da. Fliegen jetzt von da auch Buchstaben rüber? Ha? 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 Ne? Oh, ja, hab ich gesehen. Da ist Regenfug. Komm, dann mach mal. Da. Oh, da. Oh, ganz schön viele. Das wird ja aber ganz schön rieselig hier. Da ist schon wieder einer reingeflogen. Tja. Okay. Ja, yeah, schon. Eigentlich müsste man in unsere Zauberschule da auch den Amboss hinstellen. Aber nö. Dann könnte man nämlich gleich die Sachen zusammen craften, die man gut zusammen craften könnte. Ich bin heute echt gut drauf, merkt ihr das? Doch, ich bin eigentlich recht gut drauf, aber irgendwie will das gerade mit der genau, das meine ich. Damit ist so nicht richtig komisch. So. Ach, guck mal, Nietawarzen. Oh, das ist toll. Jetzt habe ich Nietawarzen und guck mal und tada! Oh mein Gott! Wir brauen tatsächlich. Der dampft ja. Wow. Und ja, man sieht, es geht eigentlich recht flott. Oh mein Gott, was da wohl bei rauskommt? Bestimmt kein seltsamer Trank oder sowas. Oh mein Gott, das ist ein seltsamer Trank. Okay, der ist wirkungslos. Dann machen wir da einfach mal eine Karotte rein. Da war goldene Karotte. Und es braut schon wieder. Es braut und braut. Ich hätte echt noch eine zweite mitnehmen sollen. Ich habe ja Platz für eine zweite. Warum ich nur eine hier stehen? Ich weiß es nicht. Und will ja nicht gleich übertreiben. Spannung. Und. Trank der Nachtsicht. So, weil wir 3 Minuten nicht reichen, machen wir da noch Redstone rein.
Doch, ich habe das gut gelernt, ne? Ja, alles auswendig wieder. Die ganze Tabelle. Nein. Hier einen Stärketrank könnten wir uns übrigens auch noch machen. Wenn wir denn da unten ein paar Wächtern begegnen, sollten wir vielleicht gut gerüstet sein mit einem Stärketrank. Wir werden uns so zudröhnen mit irgendwelchen Tränken. So, da haben wir drei Nachtsichttränke. Oh, erst Zauberei und jetzt auch noch Alchemie. Wow, wo ist Crayden? Ja? Wenn wir von Alchemie reden, dann müssen wir auch Crayden hier irgendwo sein. Nein? Kein Crayden da? Oh, Gott sei Dank. So, den behalte ich jetzt mal. Und jetzt sollte es mal Nacht werden. Kann das mal Nacht werden? Habe ich eigentlich einen Eimer hier drin? Nein, Eimer wäre eigentlich gar nicht so schön. Ich habe hier noch Nitterwarzen drin. Ach, haben wir letztes Mal noch welche gehabt? Das hätte ich ja schon lange anfangen können mit Braun. Oder ich habe beim letzten Mal gesagt, wir machen das beim nächsten Mal. Das kann natürlich auch sein. Ein Eimer in der Kiste wäre gar nicht mal so schlecht, damit wir immer wieder Wasser holen können. So, nehmen wir einfach mal den Eimer Wasser mit. Wassereimer, Eimer Wasser. Den Eimer Wasser mit dem Wassereimer. Nee, der Wassereimer mit dem Eimer Wasser. Wasser, Flüssigkeit, nass. So. Und den können wir ja auch immer gleich schon wieder auffüllen. So, ja, das war schlau. Den nehmen wir von... Können wir nicht. Moment. Ist das Lilipad im Weg? So. So. Dann haben wir nämlich hier auf jeden Fall erstmal ein Eimer parat. Wir das auch wieder auffüllen können. So, dann nehmen wir mal uns die nächsten drei Flaschen. So. 1, 2, 3. Und dann nehmen wir uns eine Nitterwurzel. Und packen die hier rein. Wow. Seht ihr diese Spannung? Oh. Oh nein, ich habe was vergessen. Ohne Flüssigkeit in der Flasche geht das schlecht, ja? Nehmen wir mal aus der Mitte. So. Oh mein Gott. Jetzt habe ich den Nachtsichttrank da reingetan. So, jetzt ist es besser. Wow. Das war eine Meisterleistung meinerseits, ja. Muss ich zugeben, ja. Das war wirklich beeindruckend. Haben wir es überall jetzt der Tram getrank? Ja, nicht, dass ich die eine Flasche jetzt zu spät reingebracht habe. So, dann nehmen wir mal den Kugelfisch. Den proppen wir jetzt da rein. Das ist wirklich sehr spannend. Alleine Kugelfisch. Was geschieht mit mir? Oh mein Gott. Oh, blubbert. Oh, ich mag Blubber. Blubbel. Oh, meine. Oh, Blubbel. Ich mag Blubbel. Oh, geil. Mir ist so komisch. Und dann ist er da drin mit Unterwasseratmung. So, weil mir 3 Minuten nicht reichen. Machen wir da auch nochmal Redstone rein. Es ist so spannend. Wir brauen. Yay. Können wir demnächst eine richtige Brauerei aufbauen, ne? Dann tun wir richtig schön hier Bier verkaufen und so. Ne? Brauen wir Bier. Yeah. Ich bin ja auch so ein Biertrinker. So. Kein Stück. Und das so. Schön. So, dann tun wir die da mit dabei. So, jetzt habe ich 2 Tränke. Jetzt möchte ich gerne, dass es Nacht wird. Blöde Sonne. Die braucht wieder ewig lang. Na gut, dann gehen wir ein paar Kühe schlachten. Habe ich auch kein Problem mit. Aber erstmal wieder fortpflanzen. Das wird wieder so eine Folge, wo wir die ganze Zeit wieder nur warten werden. Ja? Wir haben wieder ein Wartespiel. Immer diese Wartespiele. Naja. So, irgendwas gespawnt hier? Nein? Alles okay? Okay. Gut, Kühe sind wieder alle groß. Naja, mit Leder holen ist jetzt schlecht. Wir wollen erstmal gegen die Wand laufen. Ja, und da wollen wir uns wieder ein bisschen Weizen holen. Und mit diesem Weizen werden wir jetzt in der Hand hier reinlaufen, machen die ganzen Schafe wuschig. Und dann gehen wir zu den Kühen über. So, hier, da, du bist noch, und da noch, und hier noch, und da drüben. Komm her, du blöde Kuh. Ich hab noch keinen Bock. Okay. Das passt jetzt sogar. So. Oh, das sieht man es ja gerade. Ich habe
mir mal erlaubt, jetzt beim Texturenpark die weiße Wolle anzupassen. Ja, ich habe mal dran gedacht. Weil jetzt sieht das Ganze doch viel, viel schöner aus. Anstatt immer mit diesem blöden braunen Rand da drumrum. Ist ja eine Sache, die schnell gemacht ist, ne? Man ist bloß halt zu faul, immer eben den Ordner zu öffnen, das dann rüber zu schieben und dann das da hier so die Wolle richtig zu machen und dann wieder den Ordner rein zu kopieren. Aber ich find's gut. Es hat sich gelohnt. Jetzt sieht die weiße Wolle auch endlich ordentlich aus. Wand. So sollte die Wolle doch auch aussehen. Ich verstehe immer noch nicht so recht, warum das gemacht wurde, dass bei der weißen und bei der grauen Wolle so ein blöder Rahmen darum drum gemacht hat. Ja, ich weiß, bei Fachwerkhäusern sollte das gut aussehen. Aber nicht, wenn man Teppiche und sowas verlegen möchte. Ich sollte vielleicht endlich mal das Feld reparieren. Sollte ich vielleicht mal tun. Laufe mit der Hacke hinein in dieses Feld. Macht den Hühnern jetzt mal voll Angst, weil man so eine gefährliche Waffe in der Hand hat. Du hast mir ein paar mehr Eier gelegt. Ja. Dann machen wir das hier mal wieder ordentlich. Das hier vorne lasse ich jetzt so, weil die Hühner sowieso die ganze Zeit mal drauf springen, ne? Ein Hühnerfreibad. Hühner und ihr Planschbecken, ne? Ich verstehe es nicht. Warum? Warum tut ihr das? Weil es Hühner sind und Hühner machen sowas. So, dann machen wir die hier aber auch wieder. Ja, und den. Liegen voll viele Eier im Wasser drin. Ich habe mit ein paar Hühnern gebadet. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Nicht mehr kriegt die Vogelgrippe oder so was. Ich wollte dich gerade fragen, was wollt ihr jetzt denn? Wir wollen mir wieder meine Samen stibitzen. Ich sehe das schon wieder, ja. So, hier. Ihr wisst ganz genau, wo ich hin will, ne? Haha, nehme ich die Schere in Hand und schere euch alle. Ach, glaubt ihr mir doch eh nicht. Verdammt. So, da haben wir das Feld repariert. Mehr oder weniger. Die Hälfte davon wurde wieder kaputt gemacht. Dann holen wir mal das hier wieder rein. Das kommt hier. Nein, das kommt nicht da rein. Das kommt hier rein. Und Eier. Ich kann die Eier hier mal auch mit reinschmeißen. Gut. Ist es jetzt endlich dunkel draußen? Nein? Ich will das ausprobieren. Ich habe das noch nie gemacht. Ja, wir sind gleich oben. Und fast wieder runtergefallen. Gut, dann haben wir soweit eigentlich das gemacht, was ich eigentlich in diesem Part machen wollte. Bis auf die Sache, dass wir halt jetzt die Tränke nicht ausprobieren können. Weil es immer noch Tag ist. Aber im nächsten Part ist es Nacht. Da werden wir das tun können. Und ich kann da schon mal wieder neue Flaschen reinmachen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Solltet ihr auch in der Hand nehmen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Füllen wir das Ganze gleich nochmal wieder auf. Man könnte sich auch eine unendliche Wasserquelle so einfach in den Haus reinsetzen und da die, da das Wasser rausholen, also die Flaschen auffüllen. Aber mit den Kesseln ist das Ganze doch irgendwie doch schon ein bisschen schöner. So. Gut, dann würde ich mal sagen, das soll es bis hierhin erstmal gewesen sein. Im nächsten Part ist es Nacht. Dann werden wir mal ein bisschen gucken, was das so alles bei uns auslöst. Ob wir dann irgendwelche Pickel im Gesicht kriegen oder Dauerdurchfall. Wir werden das erleben. okay, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder hier, wenn es Nacht ist bei Minecraft Süßdeutsch. Also tschüss und bis dann.